Einen wunderschönen guten Tag. Heute machen wir Übungen für den oberen Rücken. Wir haben ja schon mal ein bisschen was für die Schultern gemacht. Jetzt gehen wir ein Stückchen tiefer für den oberen Rücken. Und meistens sind die Übungen auch für den ganzen Rücken geeignet. So, ihr setzt euch wieder auf den vorderen Teil vom Stuhl. Gerade, Kopf wird hochgezogen. Und dann tun wir uns mal kurz auslockern, die Schultern ganz locker kreisen lassen, im Wechsel, andersrum. Und dann legen wir aber auch schon los. Wir gehen nach vorne, machen einen Buckel. Der Kopf, der geht zwischen die Arme. Und dann gehen wir nach oben. Und die Arme gehen nach hinten, möglichst hoch, dann ist es am effektivsten. Also da küssen sich sozusagen die Schultern feste nach hinten und die Schultern, die werden nicht hochgezogen, sondern die bleiben immer unten. Genau. Dann gehen wir wieder nach vorne, Kopf zwischen die Arme, schön dehnen. Streckt die Arme ruhig nach vorne und dann gehen wir wieder nach hinten mit den Ellbogen. Feste, 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 feste. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man das richtig macht. So, Kopf geht wieder zwischen die Arme und Schultern runter, Arme aber Ellbogen möglichst hoch, Schultern küssen sich. Machen wir es noch einmal. Das ist auch eine Übung, die man immer mal schnell machen kann, wenn man aufsteht, dass man sich auf die Bettkante setzt und sich einmal richtig dehnt. Es tut dann richtig gut. So. Genau. So, jetzt fassen wir uns an den Händen und machen die Ellbogen, Schultern runter, die Ellbogen hoch, die Arme so hoch. Und dann drehen wir uns nach rechts, Kopf geht ein Stück mit, das Becken bleibt stabil und wir drehen uns nach links. Dann drehen wir uns wieder nach rechts, ganz langsam. Arme hoch, so gut es geht. Und wieder nach links. Kopf geht ein Stückchen mit. Bei mir geht auch nicht mehr, ich bin da auch schon ziemlich steif. So. Schultern bleiben unten, werden nicht hochgezogen. Und wieder nach links. Genau. Dann wieder nach rechts. Und wieder nach links. Ganz langsam, gemütlich im Tempo. Aber noch einmal. Nach rechts. Und nach links. Und wieder in die Mitte, löst die Hände und schüttelt sie kurz aus. Die Arme dazu natürlich. Jetzt wollen wir eine Übung machen. Ich mache sie mal kurz vor. Und zwar gehen wir leicht nach vorne, machen die Hände nach unten, tun sie ein bisschen nach oben ziehen, die Arme. Und bleiben so einen kurzen Moment. Schultern küssen sich auch wieder, so gut es geht. Und dann gehen wir mit den Armen nach oben. Strecken am besten den ganzen Oberkörper nach oben, die Arme auch. Und trotzdem gehen die Schultern nicht an die Ohren, aber wer es lieber so komplett hochziehen will, ist auch in Ordnung. So,
Und jetzt macht ihr mit, jetzt seid ihr auch dran. Wir gehen nach unten ein Stück, machen einen runden Rundrücken. Die Arme gehen nach hinten und ihr drückt sie so gut es geht, soweit ihr kommt, nach oben. Damit trainieren wir wunderbar die Rückenmuskulatur oben. Und dann geht es wieder so rum. Ist ja die Siegerpose, yeah! Macht die ruhig erstmal und fühlt euch auch wie Sieger, denn schon allein, dass ihr jetzt die Gymnastik mitmacht, macht euch zu Siegern. So, nochmal runter, Arme nach hinten, oben, nach oben drücken. Und nochmal strecken. Genau. Das machen wir noch einmal. Arme hochdrücken. Und strecken. Fest nach oben strecken, so viel ihr könnt. Gut, Arme wieder runter hängen lassen, kurz ausschütteln. Machen wir noch eine Übung, die ist gar nicht schwer und anstrengend. Und zwar macht ihr die Hände wieder hin, faltet ihr die Hände wieder ineinander, macht sie hinter den Kopf. Wer das kann, wer das nicht kann, dann macht sie nach oben, soweit es halt geht. Ich mache sie jetzt mal hinter den Kopf, an den Hinterkopf. Und dann kreisen wir mit dem Oberkörper. Also das Becken bleibt wieder stabil, nur der Oberkörper bewegt sich. Kreisen erst nach rechts ein paar Mal. Ihr werdet mir recht geben, dass das nicht sehr anstrengend ist. Jetzt machen wir das Ganze auch noch mal nach links. Und immer lächeln. Nicht verbissen gucken, immer lächeln. So. Macht es ruhig, auch ab und zu mal, wenn ihr irgendwo sitzt. Das kann man ohne Probleme und ohne große Kraftaufwand kann man das immer wieder mal machen. Und dafür sorgt man hier oben für Beweglichkeit im oberen Rücken. Auslockern wieder. Dann haben wir es geschafft für heute.